Hallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zur zweiten Sommerferienandacht. Herzlich willkommen, egal wo ihr seid und wann ihr das hier schaut. Seid ganz herzlich eingeladen, mitzufeiern, mitzudenken, mitzubeten. Wir feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der 104. Psalm. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich, der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, dass es bleibt immer und ewiglich. Du feuchtest die Berge von oben her. Du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güte. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Amen. Ihr Lieben, manchmal hört man ja Geschichten, die vergisst man nicht, und wenn sie schon Jahrzehnte zurückliegen. Mir hat ein Studienfreund von seinem Lehrer in der Schule erzählt. Und das war eindrücklich, deshalb erzähle ich es euch jetzt auch. Ein Mitschüler hat sich nämlich im Religionsunterricht bei ihm darüber beschwert, warum er das überhaupt alles lernen müsse. Was bringt mir das überhaupt alles mit dem Glauben? Wozu soll das denn gut sein? Das hat er gefragt. Nun, der Lehrer war schon ein bisschen älter und unterrichtete nicht mehr so viel. Jedenfalls hatte er eine Freistunde genutzt, um noch schnell einzukaufen. Jetzt beugte er sich hinter sein Lehrerpult und wühlte in seiner Einkaufstasche herum. Schau mal. Als er wieder hinter seinem Tisch auftauchte, hielt er ein Glas Gurken in der Hand. Gurken. Die Schüler schauten. Das sind Gurken, sagte er. Und Glauben ist genau wie ein schönes, großes Glas Gurken. Und zwar von der Lieblingssorte. Ein paar Schüler lachten natürlich. Andere dachten, ach du liebe Güte, was ist denn jetzt mit dem los? Manche trauten ihren Ohren nicht. Was? Wie bitte? Er sagte, zu glauben ist wie ein schönes Glas Gurken im Vorratsschrank zu haben. Man hat etwas Schönes auf Vorrat, wenn einem alles andere ausgegangen ist. Wenn es einem schlecht geht, kann man sich bedienen und dann geht es einem gleich besser. Und wenn es einem gut geht, dann kann man sich zur Feier des Tages ein Gürkchen gönnen. Die ersten Schüler begannen zu denken, oh, vielleicht ist da was dran. Er sagte, christlicher Glaube ist wie ein langer und haltbarer Vorrat an Hoffnung und Zutrauen, auf den man immer zugreifen kann, wenn man ihn gerade braucht. Vielleicht, weil es was zu feiern gibt. Oder aber, weil man Trost braucht, weil es einem schlecht geht. Oder weil es mir einfach mal danach ist. Als Christ, sagte er, weiß ich, dass es Gott gut mit uns meint. Aber ich brauche auch ab und zu etwas, das mich dran erinnert. Und da ist mein Glaube zusammen mit den Psalmen und den Gebeten und den Liedern und den Traditionen eben wie ein Glas meiner Lieblingsgurken. Immer auf Vorrat, immer genug da. Eigentlich habe ich ja meine Gurken sonst immer selber eingemacht. Erst im Garten gepflanzt, großgezogen, geerntet und dann selbst eingemacht. Und mit dem Glauben ist es eigentlich ganz ähnlich. Auch um den muss man sich kümmern. Man muss sich darauf einlassen. Und dann muss man ihn pflegen.
Man muss lernen, wie es geht, so wie ich von meiner Oma lernte, wie man Gurken anbaut. Deshalb lernt man eben im Religionsunterricht und im Konfirmandenunterricht und überhaupt auch einfach durch die Kirche gehen. Dadurch merkt man und lernt man Gebete und Lieder auswendig. Und die hat man dann aber auch immer dabei. Was einmal hier ist, das bleibt. Und deshalb beschäftigt man sich mit der Botschaft Jesu. Man muss seinen Glauben ganz genauso kultivieren wie die Gurken im Beet. Und dann hat man auch was davon. Man hat etwas, was einem trägt, wenn man kaum noch selbst laufen kann, wenn man traurig ist und das Leben nicht einfach ist. Dann erinnere ich mich an ein Lied oder an einen Psalm oder erzähle dem lieben Gott einfach, was auf meinem Herzen liegt. Und genau so hat man dann eben auch etwas, das man hervorholen kann, wenn man die Verbindung zu anderen Menschen sucht, so wie jetzt bei uns gerade. Und dann öffnete er das Glas und reichte die Gurken herum. War ein guter Lehrer, oder? Ihr Lieben, deshalb wünsche ich euch, dass ihr euren Vorrat an Glauben und Gottvertrauen immer dabei habt. Jetzt in der Freizeit genauso, wie wenn ihr arbeiten müsst. Wenn es euch gut geht, genauso, wie wenn das Leid euch packt. Habt euren Vorrat dabei an Glauben und an Gottvertrauen. Dann habt ihr bestimmt auch ein bisschen übrig für die Leute um euch herum, die denen ihr begegnet. Den könnt ihr dann ein Gürkchen abgeben, den könnt ihr ein Stückchen von eurer Hoffnung und eurer Zuversicht abgeben und dann habt ihr die Welt ein bisschen besser gemacht. Und das brauchen wir ab und zu und die anderen Leute brauchen das auch. Deshalb, ihr Lieben, egal wo ihr seid, bleibt behütet. Amen. Wir beten. Lieber Gott, das Leben hast du uns geschenkt. In der Taufe wendest du dich uns zu. Du kennst uns mit Namen von Anfang an. Und deshalb bitten wir dich, zeig uns, dass wir dein sind und wie wunderbar du uns geschaffen hast. Dafür, lieber Gott, loben wir dich. Wir danken dir für jeden neuen Tag und bitten, dass du da bist, wann immer die Welt so ist, wie sie ist, wann immer wir dich brauchen, wann immer wir auf dich hoffen, sei da. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr Lieben, seid gesegnet da, wo ihr seid, und seid ein Segen da, wo ihr seid. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.